Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloud Catcher Chronicles. So, yo. Wir brauchen, glaube ich, eine neue Mission, ne? Was hätten wir denn da? Auf der Suche nach dem Ursprung. Bringe Gegenstände zu Mini. Finde die vermisste Mannschaft. Furzmoorsumpf. Wir haben ganz schön viel geschafft, ne? Das. Okay. Ich habe keine Ahnung, was soll man machen? Details ein aus. Auf der Suche nach dem Ursprung. Ich habe wieder mit Aeri? Ich sage immer Aeri. Gesprochen. Sie hat mir verraten, dass ich den Schlüssel zur Rettung von Gemea im Altkönigreich im Westen finden werde. Ist das jetzt die Hauptstory, oder? Hier hätten wir noch ein paar Nebenquests. Ich glaube, das wäre besser, die zu machen. Mini. Bringe Gegenstände zu Mini. Dir Gehege klein und Niete? 11 Nieten. Okay. Ich bin mal eine davon. Na, dann finde die vermisste Mannschaft, finde sie Menin Chip, den Luf und Tak. Wow, Captain Bullen ist in Sicherheit. Ich wüsste gerne, ob auch alle anderen in Sicherheit sind. Ich erinnere mich daran, dass Aeri mir sagte, dass meine Freunde in Sicherheit sind. Hat sie damit auch die Mannschaft gemeint? Und Furzmoor, da brauchen wir es. Mondseidenblumen, da haben wir erst zwei, da müssen wir ein paar sammeln zum Abgeben. Da war so ein komisches Ding. Ich habe seltsame Blumenverbotsschilder im Furzmoor gefunden, aber vielleicht machen Blumen den Geruch hier erträglicher. Jo, also die können wir nebenbei sammeln. Ich würde mal sagen, wir halten uns mal an die vermisste Mannschaft. Vielleicht kriegen wir so ein paar Blümchen zusammen und können somit mehrere Fliegen auf einmal klatschen. Ja, ne? Dann müssen wir auch wieder, da unten ist unser Bauernhöfchen, dann müssen wir da mal schauen, ob wir hier schon irgendwas Produktives für uns hier haben. Oh, hoppala. So. Genau, ich muss wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, weil ich habe letztes Mal noch ein bisschen mit Tastatur gespielt, habe dann aber auch schon auf den Controller gewechselt und jetzt muss ich wieder ein bisschen reinkommen, aber es wird schon. Es wird schon. Kein Stress, alles gut. So. Hier hört man schon einen Haufen Käfer. Hier habe ich, glaube ich, sehr viele Geister gebraucht, ne? Sechse, ja, wir haben erst drei. Wird schon werden. Wird schon werden. So. Oh, wir können hier was pflanzen. Zack. Also das ist jetzt ein bisschen flott gegangen. Schön. Da haben wir ein paar Fuchsis. Jo. Was haben wir da? Also ein Baumfell. Jo, könnte man theoretisch... Ja, warum nicht? Wir haben noch Sämlinge dabei. Zack, zack, zack. Mal ein bisschen was sammeln noch zusätzlich. Zack. Und gut ist. So. Ein Katzi-Dazi. Ich bin noch voll am Sammeln. Hoppala. So, nimm. Danke. Am Sammeln, am Erkunden, am Schauen. Ich habe immer noch keine Bicke, fällt mir ein, weil da hätte man schon können Erze klopfen. Da ist ein Stern, schau mal, da wird ein Stern drauf gemalt. Die erste Wandmalerei. Stammt dieser Stern. Oh, warte, was, das geht? Die haben wir schon, schau. Oh, ich dachte, da brauchen wir so eine Art Lampe. Du hast entdeckt Seide. Na, wie geil ist denn das? Hey, schau, Blümchen. Da wohnt doch wer, oder? Wie cool ist denn das? Ob hier vielleicht wieder ein Geist versteckt ist? So, einmal Hammer. Zack, zack. Und zusammenhauen. Dann kriegen wir da noch tolle Sachen. Ja, da haben wir schon mal Bären. Zack.
Noch mehr Schwammerler. Schau mal. Hä? Schau mal da. Ein grünes Manschkel mit einem Schwein. Mit einem Bärenspinnenmonster. Siehst du das? Herzl und da nochmal. Und da oben auch irgendwas mit... Das sind zwei Gestalten. Das ist Tulpen, hat er da gemalt. Hier sehe ich eine. Da nochmal sowas. Oh. Mal schauen, was wir hier haben. Bini, du hast entdeckt Bini. Wer ist was? Das war mal kein Geist, oder? Was ist jetzt ein Bini? Reiseknoten, aha. So sollte ich vielleicht auch mal bauen, ne? Dass ich schneller wo bin. Also wir haben Leuchti, wir haben Grummel. Ich muss gerade schauen. Der ist echt, haben wir den schon mal vorgelesen? Ich weiß es gar nicht. Lebensraum, wo man sich verstecken kann. Persönlichkeit grummelig, darum heißt er auch Grummel. Grummel ist ein richtiger Miesepeter. Und dann hat man, glaube ich, noch einen. Wir haben schon drei, ne? Fright. Lebensraum, wo es ruhig ist. Persönlichkeit verträumt. Fright schläft am liebsten. Die ganze Zeit so müde. Da kenne ich noch jemanden. dann haben wir hier die Tiere schon. Oh, das ist so süß. Das ist Blumenschweinchen. Das möchte ich gerne mal zu Hause haben. Das ist so niedlich. Die haben halt die Sternzeichen. Okay, es ist kein Geist gewesen. Was war denn das jetzt? Ich habe das... Ich hätte es besser lesen sollen. Hier auch nicht, oder? Bündelstöcke. Sämling. Wasser. Warme Milch. Katze, Bergkatze, Münze, Sichel. Ah, Reiseknoten habe ich sogar gebastelt. Wow. Kittel, da, das, das. Ah, da, Brini, das war's. Bini. Ich bin so schlecht in Mode. Ich möchte das gerne mal anziehen. Oh jo. Schaut nicht so schlecht aus, ne? Schaut, erinnert mir jetzt ein kleines bisschen an Zelda. An die Kokiri-Kleidung. Das ist der Kopf halt, ne? Nicht der Rest. Ich glaube, das lasse ich mal. Ja. Eine neue Frisur wäre cool. So, haben wir gefunden. Oh, voll cool. Ich würde gerne wissen, wer hier wohnt. Okay, das heißt, wir können... Ich dachte, man müsste diese Spinnennetze hier verbrennen. Und da dachte ich mal, wir kriegen vielleicht so eine Art Fackel oder so, ne? Dabei geht das superklasse mit der Sichel. Wie konnte ich denn das übersehen? Da gab es ja schon einige Plätze, ne? Die man hätte so erkunden können, glaube ich, ne? Und natürlich ist es wieder finster. Ist eh logisch. Loco. Ja. Goldsee. Waren wir schon beim Goldsee? Ich glaube nicht, ne? Waren wir schon dort? Ich glaube nicht. So, nehmen wir das mal mit. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ach, herrje, wo es die anderen Höhlen gab mit diesen Spinnennetzen. Aber ich bin mir sicher, werden sie schon irgendwann wieder mal erreichen. Dann kann ich die auch noch abernten für uns. So, das damit. Ich schaue mich hier kurz noch ein bisschen um. Da oben, glaube ich, waren wir tatsächlich schon mal. Ja, da, ja, stimmt, da haben wir unseren Dingens her. Dieses Sternzeichen, das war, glaube ich, hier in diesem Dingens drin. Und da war, glaube ich, eine Katze. Gut, dann würde ich sagen... Da wir eh ein Schirmchen haben. Heureka! Hoppala. Das war ein kurzes
Ding. Ich wollte eigentlich schon elegant runtergleiten. Ich hätte springen sollen wahrscheinlich. Was haben wir hier für Blümchen? Bist du schon zu einem Mond? Na, das war die Selium-Dings. Ich brauche diese Mond... Da, Mondseidenblume. Aha, das ist so eine bunte... Bunt gefärbt. Da brauchen wir ja 8 Stück, ne? Da hatte ich schon die Hoffnung, die wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet... Ah, da ist sie schon. In einem bestimmten Gebiet wachsen und da ist sie schon. Schön. Ja, das ist typisch Zocki. Das hat jetzt spitzenmäßig gepasst. Die ist scheinbar einfach nur selten. Ich glaube, die können ja auch wieder spawnen, ne? So, wir brauchen... Ich brauche... Warte mal. Bist du sowas? Ja. Das pflanzen wir gleich mal hin. Dann haben wir nochmal sowas. Zumindest ein Strauch. Oder war das eher ein Bäumchen? Ich glaube ein Bäumchen, ne? Hier hätten wir den Goldsee. Ich laufe mal schnell außen und rum. Du hast entdeckt, Goldsee. Vielleicht können wir hier auch eine Angel uns hier, ne, verdienen. Kann ich das zerdeppern? Nein. Das wäre nämlich echt cool. Dann können wir nämlich auch schon fischen. Da-da-da-ba-ba. Hallo? Hallo? Oh? Oh? Man sagt, dass die Leute in Gerberei Pfiffeldieb, ja, verzweifelte Kleidungswaren loswerden wollen. Das Sapperlot. Sachen gibt's. Ja, und da haben wir schon eine Quest. Grüß Gott, wie geht's dir dann? Theodor. Oh. Oh. Ich war schon zu lange nicht mehr auf hoher See. Oh. Ich habe Lust auf einen Nackelfisch. Bring mir diesen... Boah, ist das laut. Moment. Bring mir diesen fantastischen Fisch und du bekommst etwas Tolles von mir. Sie leben im Salzwasser. Nimm meine alte Angelrute und geh an den Strand. Vielleicht kannst du dort einen fangen. Schätze, du könntest auch einen Durchhandel bekommen. Wie auch immer du es machst. Ich will einen Nackelfisch. Danke. Cool, wir haben eine Angel bekommen. Das ging ja schneller als gedacht. Ah, Tauschhandel. Was hätte er denn im Angebot? Dipfisch. Eisenerz, Bleierz. Eine Pickel wäre mal echt fesch. Eine Falle. Aber ich glaube, dass es auch irgendwie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, auch irgendwo eine Mine geben wird, wo jemand zufälligerweise wohnen tut. Und dass man dann dort auch noch eine Picke bekommt. Da ist eine Katze, da ist eine Katze, 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 Katze. Katzi. Ja, wo ist denn das Katzi? Ist das wahrscheinlich auf dem Dach? Miau. Oder hinterm Haus. Ah, da ist sie. Mei, die ist so süß. Schau mal. Hallo. Ja, du hast einen, du hast entdeckt, der Freund des Anglers. Eine Katze im Gebiet Grasland gefunden, fehlen noch 8. Und wie die schnurrt. Ich habe keine Ahnung, was es mit den Katzen auf sich hat. Wir werden es dann hoffentlich erfahren, wenn wir tatsächlich alle mal haben tun. Ich darf da schon fischen? Wie cool. Aber ich wollte jetzt mal... Oh, was haben wir denn da? Lass mich raten, ein Geisti? Dieser verwahrloste Schrein könnte eine Reinigung vertragen. Graslandschrein, Steine, Stock und Seliumblüten. Blumen, wir hätten alles. Sicher. Gerne. Annehmen. Ja. Oh nein. Curio. Wer ist denn das? Oh Gott, ein Geisti. Es hat Jahre gedauert, bis ich den Schrein genau richtig schmutzig hatte. Und dann kommst du daher und reinigst ihn einfach, du blöde Kuh. Oh, in deinem Rucksack das reinste Chaos. Oh, wie geil. Du bist mir doch nicht so übel. Lass uns zusammenreisen. Oh, wie cool. Oh, ist der Schrein jetzt schön. Schau mal, schau, die Blumis. Oh, schön. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, das einen lobt, wenn der Rucksack scheißlich benannt ist. Ah, ja, da sieht man es wieder mal. Mein Chaosverhalten lohnt sich jetzt mal.
Wie cool. Jetzt haben wir schon 4 Geister. Das ist schön. Oh, wir können hier was pflanzen. Zack. So. Ich brauche die Sichel. Ich brauche Sämlinge vor allem. Zack, zack. Zack, zack, zack. Da habe ich einen Fuchs, die gehört. Oh. Da liegt ja noch was. Danke. So. So, das nehmen wir auch mit Lianen. Kann man nie zu wenig, zu viel haben. Zu wenig sowieso nicht, aber zu viel auch nicht. So, zack, 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 zack. Einmal sauber durchmähen. Wir müssen dann nochmal zu unserem Bauernhof zurück. Ich muss mal schauen, ob unsere Viechlein wohl keinen Hunger leiden. Und das mit dem Schrein gefällt mir. Das ist schön. Quick, quick. So. Ein Raupi. Ah, da hätte man noch was zum Anpflanzen. Aber ich habe, glaube ich, keine Sämlinge mehr. No. Ich nichts haben. Ich bin arm. Das heißt, ich werde das versuchen. Ich werde versuchen, hier mal ein Bäumchen zu fällen, in der Hoffnung. Zack, zack, zack. Dass wir Sämlinge kriegen. Zack, zack, zack. Ich glaube, da war nichts dabei. Nope. Nope. Schande. Schauen wir hier. Zack, zack, zack. Da hätten wir einen, glaube ich, nur. Oh je. Da kann ich gerade so den Verlust hier wieder aufholen. Naja, egal. Vielleicht passt sie irgendwann mal. So und so. Gut, das heißt, wir können jetzt fischen. Das ist wahrscheinlich etwas langweilig. Aber das wird uns... Oh, oh, was haben wir denn da? Das wird uns gutes Geld bringen, wollte ich sagen. Aha, da gibt es wieder Seide. Da sind Sachen versteckt. Vielleicht ist da nochmal ein Geisti oder so. So, einmal die Sichel, wie wir gelernt haben. Da, 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 da. Was ist das? Ah! Okay. Ein Lift. Okay. Zack. 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 Und einmal die Düsternis. Wie viel braucht man? 6 ebenfalls. Okay, dann für später. Wie cool. Da muss man vor, da muss man also wirklich umsichtig sein, dass man da nichts versäumt oder verpasst oder so, ne? Hopp. Da braucht man 4 von 5. Aha. Ich wollte eigentlich das Schwammi haben. Geht noch nicht. Okay. Das heißt, ein Geisti. Boah, ob ich das nochmal finde, da wäre schon gut Reisepunkt verbinden eigentlich. Muss ich mir voll irgendwie merken hier. Am besten auf der Karte schauen. Ich habe auch super eine Quest markiert, ne? Wo ich niemals hingehe. Ah, weh. Wie gescheit. Echt. Ach, Zocki, ne? So. Nehmen wir alles mit. Das Spiel ist halt auch groß, muss man wirklich sagen. Da kommt man schon mal auf Abwägen. So, vor allem am Anfang, wenn man da alles entdecken möchte. Ich glaube, ich habe ein Sämling bekommen. Kann das sein? Ja, ein geheimes Ding. Das könnte ich dann oben hin pflanzen. Also mal mähen. Ja. So. So. Das könnte ich natürlich nochmal laufen. Verstehst? Laufen. Und das einpflanzen. Ich glaube, das werde ich auch machen, damit es mal sicher wächst. Weil ich möchte auch gerne wissen, was diese Fragezeichen-Samen da können. Oh, das wollte ich mitnehmen. So. Na, 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 na. Und zwar hierhin. So. Perfekt. Also Goldsee, in der Nähe vom Goldsee, muss ich mir merken, Höhle, 5 bis 6 Geister. Merke ich mir niemals. Nie.
Ich müsste mir da so einen Zettel nehmen und das mitschreiben, glaube ich. So, jetzt sollen wir wieder ein bisschen Blumen sammeln. Wobei, ich möchte auch gerne mal die Angel ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das... Oh, das sind Groofer. Ich glaube, ich werde die Angel mal ausprobieren. Ich suche mir da jetzt kurz ein schönes Plätzchen. Dann nehmen wir auch den Ton hier mit. Ich glaube, hier wird es mir gut gefallen. So, probieren wir sie mal, ne? Heute K. Um einen Fisch zu fangen, platziere deinen Schwimmer mit L vor dem Fisch. Drücke L in der entgegengesetzten Richtung zur Bewegung des Fisches, bis du ihn eingeholt hast. Weiter mit A. Aha. Okay, das ist gar nicht so einfach. Gib auf, beweg den Schwimmer. Entgegengesetzt. Aha, wenn er. Ah, ich verstehe schon. Die Pfeile zeigen eh, was du hinlenken sollst. Okay, Entschuldigung. Komm, Fischi, Fischi. Ah, so geht's. Der Pfeil zeigt dir, wo du hindrücken musst. Cool, wir haben uns den ersten Fisch gefangen. Ein Tippfisch. 6,69 cm. Neuer Rekord. Aha, gibt's auch sowas. Na Gott sei Dank, du hast einen Tippfisch bekommen. Bling, bling. Sehr gut. Dann Feuerka. Platsch. Fischi, Fischi. Da ist er. Na, geht ja. Na, platsch. Und wir haben ihn gefangen. Nochmal einen. Aber der ist kleiner. Da können wir ein bisschen fischen, oder? So 10 Fische machen wir mal. Würde ich sagen. Fischi, Fisch. Wo ist der Fischi-Fisch? Platsch, 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 platsch. Und da haben wir ihn schon. Ui, neuer Rekord. 8,1 cm. Cool. Und platsch. La, 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 la. Wo ist das Fischi? Da ist das Fischi. Fischi. Wo ist Fischi? Komm, Fischi. Yeah. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Boah, der ist heftig. Oh, oh, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Komm zu Mama, komm zu Mama. Boah, der ist, boah, das ist Arbeit. Ach. Jawohl, gefischt. Wow, was haben wir denn da? Spitzenfisch. 14,43 cm. Der ist schön. Ich hätte gerne ein Aquarium. Platsch, Spitzenfisch gefischt. Fischi, Fischi, Fisch. Da ist ein Fischi, Fisch. Komm, Fischi, komm, Fischi. Yeah. Aha, der ist auch wieder so einer. Der ist auch wieder am Durchdrehen. Haben wir ihn erwischt. Cool, ein Tippfisch. Der ist noch ein bisschen größer. Fast 9 cm haben wir schon. Bist du gescheit. Platsch. Fischi, Fisch. Okay, das Angeln ist nicht so schlecht. Das ist auch, muss man sagen, dadurch, dass der Fisch ganz schön ziehen kann, ist das doch ein bisschen herausfordernd, muss ich sagen. Vor allem, wenn du richtig fetten Oschis hast. Wow! Yeah! Jo, 14,81. Schön. Spitzenfisch. Das ist Spitze. Wir haben einen Spitzenfisch. Fischi, Fisch. Da ist er. Das wird wieder so ein kleiner sein. Das sieht man schon ein bisschen am Schatten des Fisches. Dass das nicht so großer sein wird. Ein kleiner Tippfisch. Macht nichts. Wie schaut man eigentlich aus? Fallen die hier? Ja, schon, ne? Ah, da hätten wir schon 10. Ah, nein, 5. Hoppala. 10 ist er wert. Und der ist... Boah, ist dreifache. Cool. Da können wir noch ein bisschen fischen. Dann können wir das verkaufen, nämlich schon Potz hat. Und dann werden wir auch zum Strand gehen und schauen, dass wir diesen Nagelfisch fangen. Fischi, Fisch. Wo ist Fischi, Fisch? Ja, da ist er. Ui. Jawohl, da haben wir schon. Alter Stiefel. Größe 6. Neuer Rekord. Schön. Der Klassiker ist natürlich auch dabei mit dem Fisch. Ne? Ist eh klar. Ah, herrlich. Wirklich wahr. So. Aui. Da ist er. Fischi, Fisch. Ah, da. Boah, boah. Boah, der hat aber schnell angebissen.
Wow! Neuer Rekord. 5-Sterne-Fisch. Dipfisch. 11,18 cm. Geilo! Das ging schneller als gedacht mit den 5 Sternen. Ich dachte, muss ich 20 Jahre fischen. Das wäre so ein kleines Fischi. Komm her. Jawohl! Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass wir Geld kriegen. Ein schlechter Fisch. Ein kleines Fischi. So. Wo sind die Fischis? Da ist er. Das ist wieder so ein bisschen kleinerer, ne? Macht aber nichts. Uns geht es hauptsächlich um Dick und ums Tauschen, also um den Wert. So. Nochmal ein kleiner. Ich glaube, das ist genug. Derweil einmal. So. Gut, ich muss zum Strand, genau. Nach Möglichkeit, wenn wir Glück haben, wären auch ein paar Gräser nicht schlecht. Davon sehe ich welche. Damit wir nach Möglichkeit auch wieder Sämlinge kriegen, ne? Damit wir auch wieder was ansetzen können hier. Oh, das ist ein guter Platz dafür. Weil ich muss da nochmal rauf, hier beim Goldsee dahinter, ne? Den einen Baum noch anpflanzen. Mhm, das lief super. So, wir hätten noch Zeit, dass wir vielleicht diesen Nackelfisch kriegen. Das wäre ganz famos. Das wäre herrlich und famos. La la li la la la. So, ich sollte wirklich Punkte verbinden, ne? Wie geht das eigentlich mit diesem Reiseding? Wo ist es denn? Da. Aha, vielleicht ist das, wenn man, wie soll ich sagen, generell ein komplett anderes Abteil der Insel da betritt, ne? Weil da scheine ich jetzt, keine Ahnung. Oh, was haben wir denn da? Eine Palme, schau mal. Soll ich die fällen? Ah. Oh! Hä? Hallo, Leuchti! Na? Da dachte ich schon, hä, da dreht einer durch. Was ist denn hier los? Na, alles gut. Warte, ich muss eins nach dem anderen machen. Ich will immer alles gleichzeitig machen und dann komme ich zu gar nichts, wie immer. So. Also, schön koordiniert. Eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt mal Fischi. Ja? Wir machen jetzt einmal Fisch. Oh, das... Aha, da glitzert was. Warte mal. Hat das die ganze Zeit schon geglitzert? Höchstwahrscheinlich, ne? Oh, ich bin sauf. Ich bin baden gegangen. Ich glaube, ich sauf jetzt ab. Ja. So ist richtig. Einmal abgesoffen. Hervorragend. Hä? Oh, da war gerade was. Warte. Jetzt da. Ui, Locke. Da drin war es total öde. Wie auch immer. Lass uns abhauen. Verstau mich in deinem Rucksack. Schön. Hey, jetzt hätten wir 5, ne? Jetzt können... Wow, ich gehe gleich baden wieder. Jetzt könnten wir theoretisch... Ach so, ein Geist ist noch übrig. Oh, cool. Tut mir leid, dann habe ich, glaube ich, die ganze Zeit übersehen gehabt. ja. Also ein Geist wäre dann scheinbar noch übrig. Dann hätten wir alle 6. Und ich möchte den aber schon noch gerne zuerst finden, bevor... Oder es ist gewollt. Wir werden, glaube ich, dann nochmal im nächsten Part zurückgehen. Ich gehe jetzt mal Fischi. Wir werden, glaube ich, im nächsten Part nochmal zurückgehen zu dem einen, zu der einen Höhle da beim Goldsee. Schnapp, schnapp. Wow. Und werden schauen, ob dort vielleicht das Geist, die... Der 6. Geist versteckt ist. Da ist auch Dipfisch. Okay. Die scheinen überall zu sein. Es ist ein Süßsalzwasserfisch. Verstehst? Süßsalzfisch. Fischi Fisch. Fischi Fisch. Jawohl. Planschi Plansch. Planschi Plansch. Planschi Plansch. Was haben wir da? Noch ein Dipfisch. Eigentlich der falsch? Nö, oder? Yay! Was bedeutet eigentlich das Ursymbol? Boah, was ist das für Oschi?
Oi. Jesus. Na komm. War ich dafür schon Köder? Jawohl, Hammer. Das wird jetzt heftig. Oder? Leichter als gedacht. Da es so schwer ist, nicht so wendig. Von wegen nicht so wendig. Oi, 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 oi. Jawohl, da haben wir ihn. Silberglücksfisch. Der ist noch klein. 15,6 cm. Der ist noch klein? Okay. Der ist noch klein. Scheiße, ist der größte. Oh Gott. Ein kleiner Wal oder was? Keine Ahnung. Ich will doch nur diesen Nackelfisch. Nochmal Tippfisch. Das war ein großes Fischilein. Das ist unglaublich, wie groß die sein tun. Lalala. Wenn man wartet, kommen dann quasi. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Na, nicht ihr Klein. Jetzt weg. Ich will den Großen haben. Da, Alter, Alter, Alter! Hoffentlich bricht die Angel nicht. Boah, haben wir ihn erwischt? Ach, die Fisch gekommen. Dein Ernst? Hat der Kleine jetzt angebissen gehabt, nicht der Große? Ich dachte, der Große hätte angebissen. Oh Mann. So ein Dreck. Wo ist der große Fisch? Nur lauter Kleine? Gibt's gar keine Großen? Großes Fischi? Großes Fischi? Viele kleine Fischi, aber kein großer Fisch. Fischi Fisch? Nein, wollen wir unser Glück halt bei irgendeinem, ne? So. Planschi, Plansch, Plansch. Alter, Alter, Alter. Wieder ein Tippfisch, aber immerhin 5 Sterne. Alter. Ui, der Part ist zu Ende. Warte, ich versuche nochmal, ob wir vielleicht einmal noch Glück hätten. Für ein großes Fischi. Naja, oder der. Der scheint es auch zu tun. Wow. Alter, 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 Alter. So. Schau, Nackelfisch. 2 Sterne. Super, haben wir zum Schluss des Partes noch unseren Questgegenstand bekommen. Sehr schön. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.